Mir flatterten bei einer Riesenexplosion wirklich die Hosenbeine. Das war schon ein richtiger Moment, wo man gedacht hat, oh, ich bin zwar öfter in Stadien und da gibt es auch mal ein Feuerwerk oder so, das war deutlich mehr. Der Terror ist zurück in Paris. Ich spreche mit einem Mann, den einige der Zuschauer vielleicht kennen, denn er hat lange für das ZDF Wirtschaftsmagazin Wieso auch als Moderator gearbeitet. Er war und ist in Paris, allerdings nicht in seiner Eigenschaft als Journalist, sondern in seiner Eigenschaft als Fußballfan. Thomas Kramer, Sie waren bei dem Fußballspiel im Stadion. Sie haben die Stimmung, die Panik, die Gerüchte erlebt. Wie lief Ihr Abend, wie lief Ihre Nacht in Paris? Es begann wie ein ganz normaler Fußballabend. Wir hatten Karten ergattert für das Spiel gestern Abend, Frankreich gegen Deutschland. Ein bedeutungsloses Testspiel, einfach nur ein bisschen Spaß haben, nach Paris fahren mit ein paar Freunden. Das änderte sich gegen Mitte, Ende der ersten Halbzeit durch eine ziemlich gigantische Explosion. Wir saßen im Block AB, wo die Deutschen relativ hoch saßen. Und mir flatterten bei einer Riesenexplosion wirklich die Hosenbeine. Das war schon ein richtiger Moment, wo man gedacht hat, oh, ich bin zwar öfter in Stadien und da gibt es auch mal ein Feuerwerk oder so. Das war deutlich mehr. Schon diese erste Explosion, da sind viele Zuschauer in den oberen Rängen aufgesprungen, nach hinten zum Rand des Stadions gelaufen und haben aus dem Stadion rausgeschaut. Aber da ergab sich jetzt keinerlei Hinweis darauf, dass es mehr war als, keine Ahnung, eine Gasflasche oder vielleicht doch ein Feuerwerk. Als dann der zweite Krach kam, hat man sich schon Gedanken gemacht, aber dann gab es die Halbzeit. In der Halbzeit sind wir alle zum Rand des Stadions gegangen und haben geguckt und der gesamte Vorplatz, auf dem vorher Buden waren, Bierstände, Verköstigungsgeschichten, war komplett geräumt. Überall Polizei, aber relativ wenig Polizei, sehr viel Blaulicht in der mittleren Entfernung. Nun hat sich gedacht, nun ja, also jetzt wird aber hier doch sehr, sehr vorsichtig agiert. Was mag das bloß gewesen sein? Es gab bis dahin gar keine Gerüchte und man ist dann zum Ende der Halbzeitpause wieder ins Stadion gegangen. Wie wurden Sie denn unterrichtet? Gab es Lautsprecherdurchsagen oder hatten Sie Handyempfang, konnten Sie selber Informationen besorgen? Wie haben Sie sich ein Bild machen können, was draußen vor dem Stadion passierte? Ja, wir haben schon mal versucht, dann ins Internet zu gehen. Das Internet war relativ schnell total überlastet. Das ist aber im Stadion keine Seltenheit, wenn 60.000 oder 80.000 Menschen da sind. Es gab dann irgendjemand in der Vorderreihe, ein Deutscher, wir waren ja im deutschen Block, der sagte, ich habe eine SMS von zu Hause, hier gab es einen Anschlag. Das sind dann so Gerüchte, die man erstmal nicht glaubt. Ja, weil man sitzt in einem Stadion, man feiert, es fällt das 0 zu 1 und das 0 zu 2. Und im Stadion gab es erstmal überhaupt keine Informationen. Direkt nach Abpfiff gab es dann eine Stadiondurchsage mit einer Schrifttafel, dass Teile der Ausgänge gesperrt sind und man sich alle zu einem bestimmten Ausgang im Süden irgendwie bewegen soll. Wie haben denn die Zuschauer reagiert, wenn da 70, 80.000 Menschen in einem Stadion sind und es müssen sich ja dann über Gerüchte Informationen verbreiten? Blieben die ruhig? Gab es eine Panik? Also wie hat man sich das vorzustellen? Also zunächst hat man das hingenommen. Die Durchsage war auch dann entgegen alle anderen Durchsagen dann nur noch in Französisch. Viele der deutschen Zuschauer haben das nicht verstanden. Es war auch nicht in Englisch. Die Franzosen waren schon sehr gespannt. Wir sind dann raus. Die Ausgänge, in die wir reingegangen sind, waren erstmal verschlossen. Es gab dort auch deutsche Polizisten. Es gab auch deutsche Fanbetreuer vom DFB, vom DFB-Fanclub. Die wussten aber im Grunde genommen auch nichts. Die Polizisten sagten, ja, da hat es irgendwas gegeben und so bleiben Sie mal ruhig. Und dann schauten wir quasi durch die Gitter des verschlossenen Stadions nach draußen. Und dort waren schon Menschen durch andere Ausgänge rausgegangen. Und dann begann so ein Moment, wo man dachte, oh, jetzt ist aber doch ernst. Es gab eine riesen Panik beim Wegmarsch Richtung Bahnhof. Kamen die Menschen zurückgerannt in großen Geschwindigkeiten. Und dann, wenn eine Masse anfängt zu laufen wie so eine Stampede, dann fallen ein paar Leute hin. Und also das war dann schon ganz komisch, wo wir gesagt haben, wir bleiben erstmal im Stadion. Das haben sich dann viele andere auch gedacht, sind dann in den Innenraum des Stadions auch gelassen worden. Die Bilder waren sicherlich auch zu sehen. Wir sind nicht in den Innenraum gegangen, sondern wir haben geschaut, wo ist ein Ausgang, der uns sicher erscheint.
nicht nur die viele Zuschauer sind im Stadion geblieben, auch die deutsche Fußballnationalmannschaft. Ich glaube, sie hat die halbe Nacht da verbracht und ist gar nicht mehr ins Hotel zurückgefahren. Hatten Sie Hinweise, was mit den Nationalspielern war in der Nacht? Nein, das hat uns dann auch ehrlich gesagt nicht mehr so interessiert. Also diese Atmosphäre, die einen, dann kommen Gerüchte auf, die einen sagen, hier gab es einen Anschlag, die nächsten sagen, es gab 4 Tote. Der Polizist hat das dann, der deutschsprachige Polizist hat das uns gegenüber dann bestätigt. Wir haben dann gesagt, okay, wie gehen wir damit um, dass es hier einen Anschlag gab, dann müssen wir von hier erstmal weg. Was die deutsche Nationalmannschaft gemacht hat, wissen wir nicht. Normalerweise gehen die ja in die Katakomben und sind dann weg. Wir sind dann durch einen geöffneten Ausgang immer uns sehr außen haltend mit den Massen zu dem nächsten Bahnhof gegangen. Ein Vorortzug fährt da, der RER. Da war natürlich ein Riesengeschiebe und Gedränge. Wir haben diesen letzten Zug erreicht, der zum Gare du Nord fuhr. Und am Gare du Nord, das war natürlich eine komische Situation, in einem vollgepressten Zug zu sitzen. Und es war auch der letzte Zug, der überhaupt dann in der Nacht gefahren ist, wie wir dann später gemerkt haben, weil als wir am Gare du Nord einliefen, gab es sofort wieder natürlich nur französischsprachige Durchsagen. Wir räumen den gesamten Bahnhof. Wir waren ja in der Idee, wir fahren zu unserem Domizil hier mit der U-Bahn. Und die ganze Dimension, dass wir da gar nicht mehr U-Bahn fahren können und auch nicht mehr sollen, das hat sich da erst irgendwie so in den Köpfen festgesetzt. Und wir sind dann alle an den westlichen Gare du Nord-Ausgang gelaufen. Der ganze Bahnhof war am Laufen, viele Menschen mit Kindern. Viele Menschen auch ja schon in richtiger Panik, die begriffen hatten durch ihre Informationssysteme, was eigentlich passiert ist. Und dann standen alle vor dem Gare du Nord, Westausgang. Und wie wir jetzt heute sehen, das ist nur 2 Straßenzüge von einem der Anschlagsorte entfernt. Und da stand dann schon überall Polizei, schwer bewaffnet, die aber auch keine Informationen gegeben haben, sondern einfach weiter, weiter, weiter. Und dann sind die Leute in alle möglichen Richtungen gelaufen, wir auch. Und dann gibt es ja so einen Herdentrieb, dann laufen eine Riesengruppe, also Tausende von Menschen laufen nach Süden, andere laufen nach Norden. Wir haben uns dann versucht, erstmal in die Richtung zu halten, wo wir hin müssen, aber es war so im Prinzip auch ein Zurückgeworfensein auf die Urinstinkte, weil Skype, Internet, Telefon, SMS, das funktionierte alles nicht mehr, weil so viele Leute das gleichzeitig benutzen. Die Taxen waren überhaupt nicht zu sehen oder komplett überbelastet. Die Leihräder, die es in Paris gibt, dieses System hat nicht funktioniert. Wir sind dann also zu Fuß Richtung Süden gelaufen, wie wir jetzt heute wissen, komplett an der Route entlang, wo die Anschläge auch waren. Wir haben in der Nähe dieses Theaters, konnten wir nicht mehr weitergehen, weil er abgesperrt war. Jetzt wissen wir, warum der abgesperrt war, aber die Informationen waren ja heute Nacht nicht da. Man steht auf der Straße, überall ist Polizei. Man muss sich vorstellen, dass sehr viele Leute sehr schnell in die Häuser verschwunden sind. Schon da war Paris komplett geschlossen. Kein einziger Laden mehr auf, die Restaurants, die Bistros, der öffentliche Nahverkehr, alles war schon direkt nach dem Spiel komplett geschlossen. Und das ist dann schon eine komische Situation. Vor allen Dingen, weil ja auch so eine Situation ist für die Sicherheit. Wir sind mit ein paar Leuten durch die Straßen gegangen und vor einem steht eine Polizeikordon und denkt, wer kommt denn da? Also man hat ja dann gleich, man hat das Gefühl, aha, hier gibt es eine Bedrohung. Die Polizei denkt aber unter Umständen, wir sind die Bedrohung. Also es ist schon eine sehr komische Situation, wenn man in so einer Nacht durch eine Stadt läuft, ja. Herr Kramer, ich erreiche Sie jetzt via Skype in einer Wohnung in Paris, nicht in einem Hotel. Das heißt, Skype funktioniert wieder und Sie sind vermeintlich in Sicherheit. Wie ist denn die Situation, wie ist die Stimmung heute am Tag danach in Paris? Also in dem Arrondissement, wir sind im 20., ist es eigentlich grabesstill. Ja, zwar ein einziger Bäcker geöffnet, aber alles andere ist, ja, das Wort kommt mir schwer über die Lippen, ein bisschen wie ausgestorben. Hier fahren keine Autos, die Läden sind zu, die Bistros sind zu, die Menschen beäugen sich, wenn sie auf die Straße gehen, wer ist denn das? Also man merkt schon eine sehr große Beklemmung, wenn man hier vor die Tür tritt. Und wir selber sind jetzt auch nicht so ganz sicher, was wir hier eigentlich machen sollen. Es gab bei uns jetzt schon eine Diskussion, sollen wir irgendwie versuchen zurückzufahren? Wir haben dann mal geschaut, die Züge, viele Züge sind nicht durchgehend. Man muss Reservierungen haben. Macht wahrscheinlich wenig Sinn, jetzt zum Bahnhof zu gehen und mit tausenden anderen da zu stehen und nicht zurückzukommen. Wir haben für morgen Reservierungen. Also es ist eine beklemmende Situation. Wir werden erstmal hier bleiben, aber an einem sicheren Ort.